hast gerade gesagt, dass, also auch in deinem Vortrag, dass du ein BMI von 30 hattest. Was ist denn, wenn du Leuten triffst, die noch höhere BMI haben? Sagen die, dich nehme ich gar nicht ernst? Oder begegnen die dir eher so, hey, voll dass sie Respekt vor dem haben? Oder ist es eher so, hey, dich nehmen wir gar nicht ernst, weil ich bin ja noch dicker. Was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Kann ich nicht sagen, dass ich da ein negatives Erlebnis bisher gehabt habe. Die meisten Menschen, die gesehen haben oder die mich begleitet haben in diesem Abnehmen, bei denen merke ich einen gewissen Wunsch, das auch zu machen. Mhm. Gerade Menschen, die noch dicker sind als ich, sehen ja den Vorteil, der dadurch entstanden ist. Und auch, ich will es jetzt nicht die Leichtigkeit nennen, mit dem es geht, aber ich kann es jedem ans Herz legen. Wenn ihr über den 30 BMI seid, dann ist es wirklich Lebenserwartung, die dadurch verloren geht. Gebt Gas, es geht wirklich einfach. Wirklich einfach. Haben die nicht auch den Wunsch, sich nicht verändern zu wollen und sind vielleicht... Absolut, ja, man kann dazu keinen zwingen. Also diese Art von Diät ist wirklich auf Freiwilligkeit aufgebaut und ist nicht sozial. Wir haben ja ganz viele Diäten, die darauf beruhen, dass man geschoben wird zum Abnehmen. Diese hier besteht daraus, dass man irgendwann mal digital gesagt hat, ich will und ich werde. Und wenn man diesen Schalter selbst umgestellt hat und dann die Schnauze hält und es keinem erzählt, dann geht es. Dann kriegt man es hin, dann kriegt es auch jeder. Ist das mit dem keinen Erzählen universal oder würdest du sagen, das ist für ein bestimmter Typ Mensch? Weil es gibt ja sicher auch Leute, die sich motivieren lassen dadurch, dass Leute zugucken. Also wenn ihr zu den Typ Menschen gehört wie ich, die schon öfters mal im Leben versucht habt abzunehmen und es hat nicht geklappt und ihr habt es Leuten gesagt, zum 31. Dezember gesagt, ab nächstes Jahr nehme ich ab und dann einen Monat später hat es nicht geklappt, dann würde ich sagen, ist diese soziale Ader gerade das Falsche. Einfach anderen zu sagen, ich werde abnehmen, ist nicht richtig. Dann versucht es mal andersrum und erzählt es keinem, einfach mal ausprobieren. Also das ist so wieder typisch wissenschaftlich, einfach ausprobieren.